Ich sehe dich. Ich stecke in deinem Arsch. Nein, okay. Wer ist das? Tante? Nein. Anzeigebild! Okay. Yo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin King of Cake. Oder zu meiner ersten Folge. Wie heißt die Folge? Wie heißt das Spielmodus? Syndicate Games. Also das ist Survival Games 1-1 und ich und der Mr. Max spielen jetzt gegeneinander, wenn ich ihn finden würde. Er ist gerade weggelaufen. Oh, warte. Ich komm wieder hoch. Ah, ich seh dich. Ja, ja, ich bin jetzt runtergefallen. Nein, bitte nicht. Schieß das Let's Play schon wieder unnötig in die Länge. So, wir haben es jetzt endlich nach sagenhaften 2 Minuten geschafft, das zu machen. Weil ich habe das falsch ausgewählt und dann mussten wir noch warten. Aber egal, er hatte die jetzt halt einen kurzen Cut. Und natürlich habe ich in der Anfangskiste nur den letzten Dreck. Wie sollte es auch anders sein? Na, das kann man bei mir nicht sagen. Auf der Map bin ich eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt eine andere Aufnahmetaste, Leute. Also, weil ich war so dumm. Ich hatte eine richtig geile Smash-Folge aufgenommen, ja? Eine richtig geile Smash-Folge. Und was passiert? Also mit Leo, Mr. Maxis, meinem Bruder. Und was passiert? Genau, ich habe die Aufnahme beendet. Habe ich doch gar nicht. Seitdem habe ich jetzt mal die Aufnahmetaste auf eine andere Taste gelegt. Und das ist hier Syndicate Games. Ihr seht schon, ich habe nur Scheiße, ja? Und ich habe es geschafft, in 5 Kisten einen 2 Dias und einen Pfeil zu. 2 Dias und einen Stock zu finden. Und der Leo, mit dem habe ich das gestern gezockt, da wollten wir eigentlich auch aufnehmen, haben wir dann aber nicht gemacht. Und der hang da fest, ja, zwischen so 2 Tischplatten. Und da habe ich noch schön ein Crafting Table gesucht und komme dann zu ihnen und vergewaltige ihn mit meinem Diaschwert. Wo man sich so denkt, allein ein Eisenschwert ist hier schon richtig schwer zu kriegen, aber irgendwie scheint mir das jetzt leichter gemacht zu werden, weil ich hatte vorhin, wir haben ja vorher eine Runde gespielt, da hatte ich auch ein Eisenschwert, also zum Eintrainieren. Und wenn ich dann gestern schon Tierschwert hatte, dann ist das ja irgendwie, das Spiel muss es ein bisschen leichter gemacht. Jetzt sieht's aber momentan ziemlich gut für mich aus, weil ich bin natürlich sehr gut. Ich habe hier auch jetzt natürlich ein Steinschwert, das ist einigermaßen okay, eine komplette Diamantenrüstung. Das Beste ist immer hier, die Gegner einzubimsen. Achso, was ich noch sagen könnte, man bekommt keinen Fallschaden, wenn man irgendwo runterfällt. So in Abgrund, was jetzt auf dieser Map nicht möglich ist, soweit ich weiß, wird man wieder neu gespawnt und hat nur noch 3 Leben oder so. Und, ja, Survival Games 1-1. Es gibt noch spezielle Items, weil es gibt Enderperlen, die machen dann halt keinen Schaden. Wenn man sich damit teleportet, dann gibt es Enderaugen. Wenn man die auf einen wirft, dann wird der andere blind. Und, ja. Sonst das halt, habe ich vorhin mit mir selbst gemacht. Sonst halt Survival Games, wie man Survival Games halt kennt. Und du sagst nichts, deswegen ist das leicht auffällig, dass du irgendwie gut equipped bist. Und scheiße, hier warst du auch schon. Ah, das war dein Spawn, glaube ich. Du hast natürlich jeder Kiste mitgenommen. Und es ist cool, dass ich dir sage, wo ich bin. Das ist sehr effektiv von mir. Genauso spielt man richtig Survival Games. Ihr müsst wissen, ich spiele Survival Games jetzt schon seit ungefähr 1 Jahr. Und jetzt bin ich tot. Wieso? Immer wenn ich aufnehme, verkacke ich, Alter. Wieso denn? Wieso denn auch? Wieso denn auch? Okay. Hast du gesehen, was ich hatte? Ja, ein Eisenschwert, ey. Ich habe gleich 2 Eisen gefunden, ey. Gibt's echt gar nicht. Okay, die ist scheiße. Die kann ich wirklich gar nicht leiden, nehmen. Ich mag die auch nicht so. Achso, wir sind jetzt übrigens zurück. Ich glaube, ich habe jetzt hier einen Cut reingesetzt oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Endlich mal was Gutes hier. Ja, ich auch. Schon wieder. Du hast einen Cut gesetzt? Schon wieder? Nein. Also, das machen wir auch mal. Irgendwann nehme ich dann, vielleicht sogar morgen, dann nehme ich mal auf und er auf. Dann könnt ihr es euch aus beider Perspektive anschauen. Ja. Und was ganz komisch ist, seitdem ich bei Yavi mitgemacht habe, habe ich irgendwie übelst viele Klicks auf die Videos. Obwohl ich dich nicht mal verlinkt habe. Also Daumen nach oben für euch. Genau, schön hier. Thumbs up for you, wollte ich eigentlich sagen. Also cool, dass ihr ihn unterstützt, obwohl ich ihn nicht verlinke. Ich will ihn jetzt ab und zu mal verlinken, aber ich vergesse es einfach, weil ich halt so ein dummes Gehirn habe. Und weißt du, wo die versteckten Enderchests sind? Ich sag einfach nur Lex for the win. Weißt du, wo die versteckten Enderchests sind? Ja, ich weiß. Die gibt's auf der Map nicht. Die gibt's nur auf einer anderen Map. Doch, hier gibt's 2 Enderchests. An jedem Spawn. Ich hol mir deine. Jetzt rennst du bestimmt schon weinend weg und ich seh dich. Ich sehe dich. Ich komm dich holen. Ich sehe dich.
Ich stecke in deinem Arsch! Nein, okay. Wieso sage ich das überhaupt so richtig behindert? Was machst du da vorne eigentlich auf der Plattform? Schützt du dir deinen Arsch ab oder? Wie du das sagst, Alter. Was denn? Ich sehe dich. Echt jetzt? Ja, jetzt schützt du dich. Oh, Alter, jetzt machst du mit mir hier Psychospielchen, dabei bin ich sonst. Ich sehe dich. Geh mal auf den Balkon. Genau, warte. Guck mal an das Fenster hier rechts. Nee, nicht hoch. Mann, ich weiß, wo du bist, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, Alter. Oh mein Gott, der hat ja einen Bogen! Der hat einen Bogen! Spüre die Macht. Oh mein Gott, ist die Kiste OP. OMG. Das ist so unreal. Ich war nur mit Tournament spielen. Brustpanzer bekommt man übelst selten, ja. Und wenn man die mal bekommt, dann ist er aus Eisen. Dann ist er luschig. Oh. Wieso bist du so schnell gestorben? Ich war schon einmal unten. Ja, da musst du auch essen, ja. Oder kennst du das Spiel nicht? Doch, aber ich hatte gerade nichts. Das ist die Map Zirkus, Leute. Und die ist richtig cool. Und falls ihr euch fragt, was die schaufeln sollen, die sollen das Inventar clean. Und hier gibt's richtig viele Kisten. Die Map ist auch ziemlich groß, muss man sagen. Das freut mich, weil die Maps eigentlich die kleinste, sehr, sehr klein die kleinste sind. Map ist, glaube ich, die eine, die meine Hass-Map. Wir müssen auch mal Cavern spielen, das ist die coolste Map eigentlich, finde ich. Oder Winter war aber auch. Wieso habe ich heute so viel Pech mit den Kisten? Gestern einfach mal dreimal hintereinander, ja, stick. Und dann musste ich nur noch eine fucking Workbench suchen und der Leo hat dann auch festgesteckt. Und was ist jetzt los? Was ist da los? Nur Scheiße hier. Achso, ich spiele übrigens wieder mit Quantspiel-Pack, das habe ich mal wieder reingemacht. Nur Scheiße als. Spielst du mit ganz normalem Texture Pack? Nein, ich spiele mit Swex Quantspiel-Pack. Ich spiele mit ganz normalem immer. Quetsch. Pocket. Und das ist cool, dass ich mir die Enderperlen nicht geholt habe. Ja, lol. Die habe ich mir nämlich geholt. Die sind direkt am Spawn und ich hole die einfach nicht. Ich denke mir einfach. Ja, ich weiß, da war ich auch. Ich denke mir einfach nur, what the fuck? Like a bar. Okay, ich weiß nicht, ob das Gamer geschützt ist. Ich habe ein bisschen Schiss, weil ich bin zu overpowered, ja. Da habe ich Angst, dass ich mit meinem Dia-Schwert gegen dich verliere. Naja, klar, komm. Und ich habe schon zwei Ender-Kests gefunden. Du solltest dich in Acht nehmen. Vor dem Ender-Kest, war? Ender-Kest. Ender-Chests habe ich gesagt, nicht Ender-Kest. Ich habe verstanden, Kest, dann war es bestimmt ein Fehler. Fehler von deinem Gehirn. Oh, diese Lache musst du natürlich in dieses, wie heißt das, Thumbnail oder? Nee. Ja, das heißt Thumbnail. Wie heißt das? Thumbnail? Nein! Anzeigebild! Wie heißt das? Scheiße. Thumbnail. Ich stecke hier in so einem Teil fest. Ja! Echt jetzt? Nein, nicht mehr. Ach, Kalke. Ich hab dich gehört. Du hast gerade verzaubert. Jetzt habe ich Angst, jetzt muss ich shiften. Mann, wo bist du denn? Ich meine. Ich sehe dich. Ich bin ja gut genug ausgerüstet, also davon her. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Echt jetzt? Ich renne genau auf dich zu. Haha, der war gut. Lass das! Ich sehe dich. Jetzt ist es zu spät. Jetzt noch diese geilen Musik müsste ich jetzt einfügen. Ich weiß aber nicht, ob die. Hier, kennst du die von. Die Geschütze ist ja, ich weiß hier diese. Nein, Two Steps. Ja, ich sag's jetzt lieber nicht. Two Steps from Hell. Da 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 da.
Die immer kommt, wenn im Film die Bösen angreifen. Das ist Gaming-Musik. Ich glaube, die ist sogar copyright-free, aber man hat, bekommt dann Werbung von Videos. Und ich habe so gemacht, dass meine Werbung ausgeschalten wird, ja. Das heißt, ich bekomme nur Werbung, wenn ich solche Songs einfüge. Muss ich mal gucken. Okay, jetzt würdest du denn eigentlich rein theoretisch... Was, ein Strike kriegen? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah, oh mein Gott! Das ist Gamer-geschützt, der muss. Scheiße, der hat sich diese fucking Enderperlen geholt. Kleiner Spast. Junge, wenn du mich jetzt tötest. Hast du kein Schwert? Alter, wie viele Sachen hast du dir geholt? Geholt. Like a boss. Merkst du, dass du in den Videos dich immer versprichst? Ja, ich bin hässlich, das weiß ich. Ich habe einen Äpfel. Einen Äpfel. Das habe ich auch in die Kommentare reingeschrieben. Also hast du nur einen Hosen? Hoden. Siehst du schon wieder der Versprecher? Was ist da los mit mir? Was ist da? Was ist da? Was ist da los was mit da mir? Los? Was? Stalin? Was ist da los? Was ist da? Was ist da? Was ist da los mit mir? Alter, wie soll man da rüberkommen? Gott, okay, er will irgendwo rüber. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Jetzt hole ich dich. Mach's doch. Ne, ich renn lieber doch weg. Ja, wann lädst du die Folge dann hoch? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich bin hässlich. Mäh. Ich bin hier am Trapez und mache künstlerische Leistungen. Schön, dass du es erzählst. Weißt du, dass du richtig gut bist in Hunger Games? Weil du immer erzählst, wo du bist. Ja. Ja, komm, ich war mit Katniss Everdeen in einer Arena, ich bin gestorben. Also, davon her. Kennst du den Film? Wow, 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 da steht der Wichser hinter mir! Stirb doch! Nein! Nein! Ich hatte 10 Enderperlen, aber es war übelst. Ich hatte keine Pfeile mehr. Das war übelst knapp, das Match. Und ich würde sagen, das war eigentlich ganz relativ gut rund. Ich werde es nochmal mit Leo machen und wahrscheinlich auch mit Laxfax. Also würde ich sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Vielleicht werde ich den Smash, diesen Modus auch mal öfters wieder spielen. Noch. Aber Mr. Max ist nicht so sonderlich gut. Aber wir nehmen jetzt noch eine Runde Smash aus. Und wenn ihr sehen wollt, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis war's. Bis dann. Und was willst du noch sagen? Was? Ja, dass ich nicht sonderlich gut bin. Du bist nicht gut in Survival Games. War ich dich letztes mehr. Ja, und naja, die erste Runde hast du. Ja, du hast ein paar Runden gewonnen. Okay, man darf dich nicht unterschätzen. Wir sehen uns das nächste Mal. Und ich vergesse hoffentlich nicht, deinen Kanal zu verlinken. Okay, das war's mit dieser Folge. Ich bin ein bisschen müde. Es ist schon 20.25 Uhr und ich bin tot. Also tut mir leid, dass ich ein bisschen still war. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und ciao. Nee.